Ja, normalerweise findet die Verleihung des Lesekünstlers, der Lesekünstlerin des Jahres, ja immer auf der Leipziger Buchmesse statt. In diesem Jahr kann es leider nicht der Fall sein. Die Messehallen sind immer noch als Impfzentrum sozusagen im Beschlag. Wir sind ausgewichen in die Südvorstadt in Leipzig und sind zu Gast bei Susanne Thiel in Serifee, der Buchhandlung. Und ja, Susanne, vielleicht sagst du einfach mal, warum Serifee? Erstmal herzlich willkommen. Und der Laden heißt Serifee, weil es ein Buch gibt. Das heißt, die kleine Serifee, das beschäftigt sich mit Typografie, bringt Kindern Typografie näher. Und die Serifee leitet sich ab von der Serife. Das sind die Füßchen an den Antiqua-Schriften. Ja. Und ich habe den Verlag vor 12 Jahren gefragt, ob ich den Namen bekommen kann. Und die haben gesagt, ein Kinderbuchladen in Leipzig, toll. Das wäre ja uns auch eine Freude. Klar, kriegen Sie den Namen. Und das heißt, seit 12 Jahren dann hier? Seit 11,5 Jahren, genau, ist der Kinderbuchladen Serifee hier an diesem Ort, genau. Wunderbar. Ja, herzlichen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen hier im großen Innenhof. Und dann geht's gleich weiter. Ja, jetzt ist neben mir aus der Buchhandlung gekommen die Susanne Lux, sie ist Inhaberin der Buchhandlung Nimmerland in Mainz und sie ist gleichzeitig Vorsitzende der IG Leseförderung im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. IG Leseförderung, das klingt gewaltig. Was macht man in der IG Leseförderung? Wie der Name schon sagt, wir kümmern uns um Leseförderung, also genau das, was eigentlich am allerwichtigsten für Buchhändler, für Autoren und für Verleger ist. Zum Beispiel haben wir uns die Lesetüte ausgedacht. Die Lesetüte, das klingt interessant. Ist das eine Tüte? Einfach eine Tüte. Was ist drin in der Tüte? Es ist tatsächlich eine Tüte, die Buchhändler verteilen können an Schulklassen. Und zwar geht es immer an ältere Grundschulkinder, die als Lesepaten den Jüngeren diese Tüten bemalen. Und die Buchhändler füllen sie mit einem Buch und mit noch kleinen Utensilien, sodass wirklich jedes Erstklässerkind, jeder Schulanfänger, jede Schulanfängerin ein eigenes Buch bekommt zum Schulanfang. Also ist praktisch so eine Art Stafettenübergabe. Die Erstklässler machen es für die nächsten Erstklässler. Genau, in manchen Schulen sind es auch die Viertklässler, sodass also wirklich die schon lesen können oder schon so ein bisschen lesen können, ihre Begeisterung weitergeben können an die Kleinen. Das ist aber nicht die einzige Aktion. Es gibt noch andere Aktionen. Wir haben zum Beispiel auch was ganz Neues erfunden, den Buchkindergarten. Wir zeichnen Kindergärten aus, die sich ganz besonders für Bücher für Leseförderung einsetzen und die können sich siegeln lassen mit dem Gütesiegel Buchkindergarten. Wie viele haben sich beworben? 350 in diesem Jahr, obwohl es schon der dritte Durchgang ist. Wir freuen uns sehr drüber. Ja, aber auch der Lesekünstler ist eine Lesekünstlerin, eine dieser Aktionen. Und in diesem Jahr gibt es was, was wir so noch nie hatten. Genau, wir haben einen ganz besonderen Sonderpreis ausgezeichnet, ausgedacht, mit dem wir jemanden auszeichnen wollen, der eine wirklich zündende neue Idee hat, mit der er Leseförderung betreiben kann und unters Volk bringen kann. Der aber kein Lesekünstler ist, weil er jetzt nicht der Buchautor ist, der am laufenden Band Bücher schreibt, sondern woanders herkommt. Genau, es ist wirklich was völlig Überraschendes, mit dem man nicht rechnet. Und trotzdem geht es um Lesen, um Vorlesen, um Spaß am Lesen. Und den holen wir jetzt auf die Bühne, Danny Beuerbach. Ja, Danny Beuerbach hat in Frankfurt am Main seine Ausbildung als Friseur gemacht und dann hat er fast überall gearbeitet. Ich habe mir aufgeschrieben, in Amsterdam, Shanghai, Hongkong und Guatemala. Und als Gastfriseur war er in New York und in Lissabon. Was hat jetzt ein Friseur mit Büchern zu tun? Seit 4 Jahren ist Beuerbachs Motto Haare schneiden gegen Vorlesen oder ein bisschen hipper ausgedrückt Book a look and read my book. Außerhalb seines Salons ist der Haarschnitt dann immer gegen das Vorlesen kostenlos. Jetzt, wie beeinflusst denn eigentlich, würde mich mal interessieren, das Haare schneiden die Kinder? Beruhigt das? Tatsächlich beruhigt es, ja, es ist so. Ich weiß, ich glaube, da passiert so viel auf einmal, dass dann Ruhe herrscht. Und also man kann sich das so vorstellen, hier spielt einer an den Haaren rum, man hat einen Text zu lesen, man weiß, dass außenrum vielleicht noch ein paar Leute zuhören und in dem Moment, ja, kehrt Ruhe ein. Ich kann es nicht erklären, das ist Magie. Also ich habe ihn beobachten dürfen beim Vorlesewettbewerb, beim Bundesfinale und die Kinder waren völlig absorbiert. Also das war eigentlich, als wäre rund um euch beide keiner mehr da. Also das hat schon was. Das ist ganz eigenartig, das stimmt.
Welches Ziel hast du dir denn mit der Aktion gesetzt? Also aktuell ist es so, dass ich aufrufe, um auch Vorlesefriseur oder Friseurin zu werden. Das heißt, ich wünsche mir für die Zukunft, dass ganz viele diesem Beispiel folgen und sich dem Projekt anschließen und das dann im Salon auch anbieten. Und das ist ja auch ein Stück Leseförderung auf jeden Fall, weil es passiert was mit den Kindern. Also es gibt ja die Schüchternen, es gibt die Lauten und auch die, die, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, auch die, die stockend lesen, plötzlich ist das nicht mehr wichtig. Ja, es wird nicht gewertet bei diesem Projekt und ich weiß gar nicht, ob ich sagen will, dass ich jetzt das Lesen fördern will. Mir geht es im ersten Moment eigentlich nur darum, dass man A, Spaß beim Friseur hat und B, vielleicht auch Spaß am Lesen hat. Und das passiert bei dem Projekt so schön spielerisch, dass das, dann... Wie war das in deiner eigenen Kindheit? Hättest du dir auch so einen Vorlesefriseur, wie du jetzt bist, gewünscht? Oh ja, auf alle Fälle. Den gab es leider nicht. In meiner Kindheit wurde auch nicht so viel gelesen. Keine Ahnung, woran das lag, aber ich hätte mir so einen Vorlesefriseur gewünscht, ja. Wo tauchst du überall auf mit deinem fliegenden Salon? Also wo kann man dich überall sehen? Die Frage müsste heißen, wo tauche ich nicht auf? Ich habe tatsächlich schon überall geschnitten, selbst im Heißluftballon. Ich bin am liebsten im Freien. Das heißt, man findet mich im Park, man findet mich irgendwie unterm Baum. Ich plane gerade eine Deutschlandtour und mal gucken, wo ich da lande. Also auf seiner Internetseite kann man das alles nachlesen. Jetzt gibt es aber eben noch etwas Besonderes, nämlich eine Urkunde. Also ich freue mich ganz besonders, einen ganz besonderen Preis vergeben zu dürfen, einen ganz besonderen Menschen für eine ganz besondere Idee. Dani Beuerbach für eine ungewöhnliche, innovative und begeisternde Aktion mit Büchern und Vorlesen. Ausgezeichnet, ausgedacht. Dankeschön. Vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass... Dani Beuerbach 2019 beim Ravensburger Verlag ein eigenes Buch herausgebracht hat, nämlich das heißt Der magische Friseur. Und eins wollte ich nicht unerwähnt lassen, jetzt in dem ganzen Pandemie, in dieser Pandemiezeit, da hast du auch, das fand ich ganz interessant, in einem Live-Video-Chat hast du Tipps für das Home-Cutting gegeben. Also wie Eltern in 5 Schritten einen gelungenen Haarschnitt bei ihrem Nachwuchs hinkriegen können. Und wenn ich mir das so vorstelle, hast du da immer noch rechtzeitig eingreifen können, weil wenn die Schere mal dran ist, ist sie dran. Wie macht man das? Also ein Malheur gab es nie. Wenn man mal ganz ehrlich sind, jede Mutter oder Vater hat schon mal an seinem eigenen Kind rumgeschnippelt. Für mich war es halt wichtig, ich habe mir überlegt, wie kann ich helfen und wie kann ich mein Projekt trotz Pandemie weiterführen. Und dann habe ich halt dieses Homecutting angeboten. Und als Dank, ich habe da auch kein Geld oder sonst was angenommen, sondern als Dank haben sie mir eine Geschichte geschickt, wie die Kinder mir vorlesen. Also es ging dann weiter. Wunderbar. Ja, also damit ist, glaube ich, letztlich völlig klar, warum Ausgezeichnet ausgedacht zum allerersten Mal an Dani Beuerbach geht. Vielen Dank. Ja, und dann kommen wir zum Eigentlichen, nämlich zum Lesekünstler, zum Lesekünstlerin des Jahres 2021. Jetzt muss man vielleicht ganz kurz erklären, Lesekünstler, was muss der können? Der Lesekünstler oder die Lesekünstlerin soll ihr oder sein Publikum begeistern, auf die Kinder eingehen, auf Fragen eingehen, einfach eine sehr lebendige, zugewandte Lesung. Also nicht nur gut schreiben, literarisch muss er gut sein oder sie gut sein. Das Buch muss überzeugen, weil es nutzt ja nichts, wenn einer ganz doll schauspielern kann und zu Hause mit dem Buch wird es öde. Also es muss beides sein. Es muss natürlich beides sein, ja. Aber ich denke, er oder sie wird auch nur begeistern, wenn das Buch auch toll ist. Ja, die Buchhändler in ganz Deutschland konnten also Vorschläge machen. Es sind ganz viele Vorschläge auch eingetroffen. Und dann ist die Qual der Wahl, liegt dann sozusagen bei der IG Leseförderung, die also dann die letzte Jury ist und aus diesen Vorschlägen auswählt. Und jetzt ist es soweit. Wer wird der Lesekünstler im Jahre 2021? Wir freuen uns sehr. Die Lesekünstlerin 2021 ist Frauke Angel. Frauke Angel. Ja, und da ist sie schon.
Da kommt sie dahergeschwebt. Frauke, das ist ein ganz besonderes Kleid. Man beachte auch die Schuhe in Bleu und Türkis. Ja, was hat's mit dem Kleid auf sich? Also, oder bist du so schon in der Bahn angereist? Natürlich, das ist mein Alltagsstress. Nein, also ich habe mich von Kindern beraten lassen, weil ich habe gehört, ich soll hier auch noch etwas verkünden. Und außerdem die Serifee, die hat auch so einen schönen Zauberstab. Deswegen musste der Theaterfundus herhalten. Und als wir gerade hier ankamen im schönen Leipzig, stand doch direkt an der Straße eine zu verschenken Kiste. Und da habe ich mir ein paar Schuhe gegönnt. Und die passen? Wie angegossen. Also, das soll so sein. Aschenputtel dazu sagen würde, aber sie passen für heute. Genau, noch. Es blutet noch nicht. Nein. Wunderbar, wunderbar. Genau, da habe ich mich schick gemacht, weil das geht ja nicht so in Jeans und Turnschuhen, so eine Auszeichnung anzunehmen. Ja, das ist schon eine besondere. Vielleicht, Frauke, was muss man zu dir sagen? Du bist ausgebildete Schauspielerin, das muss man an der Stelle sagen. Du arbeitest seit 20 Jahren oder hast an deutschen Bühnen gearbeitet und hast, das finde ich besonders interessant, ganz viel nämlich gemacht als Putzfrau, Verkäuferin, Grabpflegerin, Schweißerin, Bardame, Luftgitarristin und Ghostwriterin. Das ist einiges. Das ist eigentlich noch nicht alles, das sind nur die Basics sozusagen. Also du hast das Leben von innen gesehen. Genau, mich interessiert das Leben sehr, auch die Arbeitswelten interessieren mich sehr. Das hört sich jetzt total schön an. Tatsache ist so, dass man in Deutschland als Schauspielerin am Theater nicht so gut verdient. Also es reicht nicht auf keinen Fall, um eine Familie zu ernähren. Also muss man eigentlich immer noch einen zweiten Job machen. Und da habe ich natürlich großes Glück gehabt. Ich habe viele Menschen getroffen, viele Geschichten gehört. Und bei dem Berufswechsel dann in das nächste Fach viel zu erzählen gehabt. Jetzt haben wir hier schon ein paar, der Wind hat schon ein paar umgestürzt von diesen Büchern, aber zwei wollen wir mal rausgreifen. Zum einen Mama Mutsch und ihr Geheimnis, ab 9 Jahre bei Jungbrunnen erschienen. Der Protagonist ist Lelio, der viel zu früh in die Eigenständigkeit hineingeworfen worden ist. Ein Junge, der, ja, man möchte sagen, seufzend, hoffend, seine Umgebung genau beobachtend und reflektierend erzählt. Erzählt, wie sein alleinerziehender Vater ihm immer fremder wird, das Geld zu knapp, die Welt enger und wie eine algenforschende Nachbarin, eine ganz wahnsinnig interessante Figur, wie ich finde, ganz unkonventionell für ihn zum kleinen Hafen wird. Schritt für Schritt lässt Frauke Angel dann eben den komplett auf sich selbst gestellten und zunehmend überforderten Grundschüler erkennen, dass auch der teilverzweifelt süchtige Vater überfordert ist und man über Probleme mit jemandem reden muss. Und dem Leser natürlich, dass Freunde Halt geben können und wie wichtig ein großer Vertrauensvorschuss ist. Und in diesem Falle ist es die Form eines Haustürschlüssels, der ihm einfach diesen Halt gibt. Und all das hat sie in einer tastend behutsamen Sprache geschrieben, der es gelingt, das drückende Grau gegen eine beglückende Farbigkeit im Leben auszuwechseln, unbedingt lesen. Das auf jeden Fall, Mama Mutsch. Und vielleicht das zweite auch noch, aber in Kürze, das tut weh und ist schön. Da haben wir hier die Figur schon von dem Glücks, von dem, wie sagt man eigentlich dazu, der Winkekater oder wie? Eine Winkekatze. Da ist es kurz erzählt, geht es darum, die Mütter von Richard und Hedi liegen im Krankenhaus im selben Zimmer, beide mit Brustkrebs und Frauke beschreibt aus Hedis Perspektive, wie sich der Alltag allmählich verändert, die Unsicherheit, die Diagnose, die erste Therapie und aus Richards Perspektive erfahren wir dann von seiner Überlebensstrategie, er ist komplett auf sich allein gestellt, die Mutter wird nicht mehr gesund werden, das wissen wir, ist schon längst alles zu viel für ihn und wie Hedi es dann schafft, dass er sich fallen lassen kann und dass sie ihn und ein paar andere dann auffangen, das ist großartig erzählt, muss man an der Stelle sagen. So, also literarisch auf jeden Fall verdient und wir wollen aber jetzt auch noch was nicht nur erfahren, sondern wir haben noch was mit dir vor. Das wirst du gleich erfahren, aber erstmal muss es noch eine Urkunde geben. Herzlichen Wunsch der Lesekünstlerin 2021. Wir freuen uns sehr, sehr. Damit ist es amtlich und besiegelt. Ja. Jawohl.
Ja, und wir haben dann noch eine Aufgabe, für die dieses Kleid natürlich wunderbar passt. Nämlich, du musst zwei Gewinner oder Gewinnerinnen ziehen. Jetzt brauchen wir, Birgit Koch, den Lostopf. Hier sind Buchhandlungen. Hier sind Buchhandlungen drin. Und du ziehst jetzt die Gewinnerbuchhandlung, nämlich die, wo du zu Gast sein wirst. Oh, ich bin gespannt. Oh, da sind aber viele Zettel. Sehr viele Zettel. So, ich mach mal, ne? Die ersten werden die letzten sein. Ja, das ist ja richtig. So. Also, ich lese in der Buchhandlung Blume bei Martina Lange in Oerlinghausen. Und ich sehe 05202 ist die Vorwahl des Telefons. Das heißt. Jetzt in Geografie aufgepasst, ja, sozusagen. Wo liegt das? Postleitzahl. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Blume ist ganz toll. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Das ist der erste Teil. Dann gibt es noch einen zweiten, nämlich eine Bibliothek wird einen kompletten Satz deiner Bücher bekommen. Jetzt geht es darum, um die Bibliotheken. Willst du nicht gucken? Nein. So. Und ein Komplettsatz meiner Bücher gewinnt die Bibliothek von Annette Wünscher in Mügeln. Und das freut mich ganz besonders, denn da war ich lesen und das ist ganz toll dort. Das ist die Stadtbibliothek in Mügeln. Genau, die Stadtbibliothek in Mügeln. Frau Wünscher, ich komme wieder. Wunderbar. Okay. Jetzt haben wir aber noch was vor mit dir. Und zwar, es ist so, dass wir dachten, das kann man kombinieren. Dani Beuerbach hat einen Preis gewonnen. Du hast einen Preis gewonnen. Und du ahnst, was auf dich zukommen könnte. Also wenn ich so sehe da... ja, du hast gleich die Haare schön. Also... Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt ist hier alles schon ein bisschen vorbereitet. Ist gleich, kommt der große Schnitt, du hast schon die Lockenwickler, aber vielleicht können wir die Zeit noch nutzen, um ein bisschen was von dir zu erfahren. Wie ist das mit den Kindern sozusagen? Wenn die Kinder, wenn du in der Bibliothek, wo du gerade eben erzählt hast, gerade gelesen hast, was entsteht da für eine Atmosphäre? Na, eine besondere natürlich. Das kommt immer drauf an. Es gibt ja eine Art Gruppendynamik natürlich auch. Und dann der Ort spielt natürlich auch eine Rolle, mit welchem Buch ich anreise, welche Altersgruppe ich bediene. Das ist ja. Aber ich beginne eigentlich jede Lesung mit einem Versprechen. Und ich sage, lasst euch überraschen. Es ist so, alle meine Stoffe klaue ich, nämlich von euch. Natürlich steckt auch immer was Biografisches da drin, aber meistens sind die Ideen von Kindern geklaut. Und dafür beantworte ich jede Frage im Anschluss an die Lesung, die ihr mir stellen wollt. Was kommen da für Fragen? Bist du reich und berühmt? Genaue Angaben zum Kontostand? Welche Farbe hat deine Unterhose? Also das sind sehr offene Fragen. Und ich beantworte sie alle. Also einschließlich bist du verliebt? Das wird alles beantwortet. Genau, nein, weil es ist, wir hatten das ja vorhin schon, jetzt bei zum Beispiel bei diesen beiden Büchern, also diese Figuren, die da auftauchen, die gibt es, die heißen natürlich anders im echten Leben, also ich schütze die Kinder, die mir ihre Geschichten erzählen oder auch Erwachsene zum Teil, aber die gibt es und ich möchte mit ihren Geheimnissen und ihren Geschichten sorgsam umgehen. Da gebe ich mir große Mühe. Ich gebe mir große Mühe, den Ton zu treffen, ihre Geschichten zu erzählen, die eben nicht immer nur Mama, Papa, Einfamilienhaus sind. Und als Dankeschön bekommen sie meine Geschichte auch. Und dann kehrst du sozusagen mit Stoffen heim. Sitzt du gerade an einer neuen Geschichte? Ich sitze immer an einer neuen Geschichte. Es sind sogar mehrere gerade. Ja, ich kehre mit ganz vielen Stoffen heim. Ich bekomme
Geheime Post, auch das habe ich eingeführt schon mit dem ersten Buch. Ich habe gesagt, was ist geheime Post? Ja, geheime Post ist anonyme Post, obwohl die Kinder dürfen mir auch ihre Namen sagen, aber sie dürfen mir anonym schreiben nach Hause oder über die Bibliothek, über die Lehrer, wenn ich in Schulen bin und so weiter, und dürfen mir ihre Geschichte erzählen, anvertrauen, wenn sie ein Geheimnis haben oder wenn sie etwas besonders bewegt. Das sind manchmal auch schöne Sachen, ne? Das sind nicht immer nur schlimme Sachen. Und diese Post erreicht mich wirklich ziemlich regelmäßig und auch ziemlich viel. Und manchmal sogar am Ende eines Jahres ziehe ich inzwischen da so eine Bilanz und stelle fest, da waren 100 Briefe und 50 Mal war das gleiche Thema. Also dann scheint das wohl mehrere Kinder zu bewegen zum Beispiel. Das ist dann Bestseller-verdächtig sozusagen, schon vom Stoff her. Nee, das ist, glaube ich, wenn ich wüsste, wie das geht mit dem Bestseller, dann... Dann würdest du es aber nicht verraten, hoffe ich. Ich habe gehört, da gibt es schon Tools, womit man das ausrechnen kann, aber ich bin da skeptisch. Also. Wie ist das in der Online, in der Pandemiezeit jetzt? Da muss man auf Online-Lesungen ausweichen. Hast du Online-Lesungen probiert? Ja, also ich habe mich erst lange geweigert, dann habe ich probiert und jetzt ziehe ich so langsam Resümee. Ich freue mich sehr, wenn ich bald wieder live zu euch kommen kann. Ich vermisse euch und ich vermisse es richtig, mit euch zu quatschen und euch in die Augen zu gucken, und es kommt da nichts dran. Also das ist, das, ja. Ja, es ist einfach auch dieses Digitale, mal abgesehen davon, dass es auch nicht mehr schön ist. Die Kinder sitzen ja eh seit über einem Jahr im Homeschooling. Ich habe selber Kinder von morgens bis nachmittags vorm Rechner. Alle anderen Sachen sind auch gesperrt. Und dann komme ich auch noch mit einer Online-Lesung. Oh, das ist so gut. So viel Kasper kann ich gar nicht machen, um die da nochmal so rauszuholen. Und ich will ja auch kein Kasper machen. Ich will ja auch mit denen ernsthafte Gespräche führen oder Witze reißen, je nachdem. Ich will auch einfach mal mit denen Schokolade essen. Das geht aber nicht durch den Bildschirm. Also ich habe auch immer mal was zu naschen und so dabei. Ja, nein, ich vermisse das ganz doll. Es ist natürlich toll, was alles geht inzwischen. Aber... es läuft nicht reibungslos, die Digitalisierung, es müsste noch viel, viel weiter gehen. Und aber das Live, das echte Leben ist nicht zu ersetzen. Das ja, jetzt kommen wir sozusagen, wir haben vorhin vom Home-Cutting gehört und jetzt haben wir hier das Live-Cutting und Dani ist schon soweit. Kapitel 1. Alles fing damit an, dass Schmidts Katze zum Frühstück in unsere Küche gekotzt hat. Schmidts Katze ist unsere Katze. Und nur Schmidts, das sind wir. Was heißt, ich soll mich hier nicht so viel bewegen? Wie machst du das? Konzentrier dich, guck in dein Buch, lies, kriegen wir hin. Schmidts Katze ist unsere Katze. Und nur Schmidts, das sind wir. Mama schmiert die Schnitten. Papa schlürft Kaffee und hat schlechte Laune. Und die Zwillinge schreien, weil sie auch schlechte Laune haben, aber noch nicht zum Schlürfen. Und ich. Ich habe keine schlechte Laune. Deshalb will ich weg, bevor es losgehen kann mit der schlechten Laune. Leise schleiche ich mich zur Küchentür. Aber heute klappt das nicht, weil ich nämlich ausnahmsweise Pantoffeln anhabe. Diese Dinger sind wirklich zu nicht zu gebrauchen. Papa sieht das anders. Er hört auf zu schlürfen und stöhnt, ohne hinzusehen. Junge, zieh dir Pantoffeln an. Aber widersprechen hat keinen Sinn. Jedenfalls nicht morgens. Da hat Papa nämlich noch keine Nerven. Auch nicht abends, da hat Papa keine Nerven mehr. Manchmal, da versuche ich es sonntags nachmittags. Aber meistens schläft Papa dann, denn das ist gut für seine Nerven. Und meistens hat Papa auch recht und ich habe wirklich keine Pantoffeln an. Aber heute eben schon. Mama weiß das. Sie sieht die Dinger, weil sie neben den Pantoffeln auf dem Küchenboden kniet.
Mama ist nämlich gerade dabei, die Kotze von Schmidts Katze wegzuwischen. Und dann wird ihr selber schlecht. So jedenfalls erklärt Papa das abends der Oma. Das, was heute Morgen in unserer Küche passiert ist. Aber bis dahin ist noch sehr viel Zeit. Zeit, in der Mama abgeht wie Schmidts Katze. Das ist so ein Spruch. Den sagt man, wenn jemand durchdreht. Wenn mir jemand so die Wände hochgeht. Wenn jemand die Nerven verliert, ja. Dachte ich. Aber Oma meint, geht ab wie Schmidts Katze bedeutet nur, dass etwas sehr schnell geht. Und damit hat Oma recht. Mama ist irre schnell. Ich kann gerade noch in Deckung gehen. Zuerst wirft Mama den Lappen mit der Katzenkotze nach Buh, Papa. Papa hört auf zu schlürfen. Und dann manscht Mama die Schnitten zusammen wie so Schneebälle. Und die Schnittenschneebälle, ja, die wirft sie Buh, Buh nach den Zwillingen. Die Zwillinge hören auf zu heulen. Für einen Moment ist es ganz still in unserer Küche. Dann maunzt Schmidts Katze und macht einen Buckel. Und Mama fährt ihre Krallen aus. Wow. Ich wusste nicht, dass Mama Krallen hat. Zuerst, da holt sie ein paar Mal Tiefluft. So, als würde sie einen Ballon aufpusten. Und Mamas Busen, der geht hoch und runter. Und ich habe Angst, dass dieser Ballon platzt. Das macht er aber nicht. Er lässt nur einen einzigen Ton raus. Röchelt Mama und ihr Ballon schrumpelt wieder zusammen. Und danach versucht die verschrumpelte Mama, neue Schnitten für uns zu schmieren. Aber das geht irgendwie nicht. Mamas Luft ist raus. Keiner traut sich, zu ihr zu gehen. Auch nicht, als Mama den Küchenschrank öffnet. Den mit dem guten Geschirr. Buh! Buh! Fliegende Untertassen. Wow! Das sieht echt abgefahren aus. Aber Angst kriegen kann man schon. Bin ich jetzt schon schön? Du bist schon schön. Ein Applaus für die großartige Lesekünstlerin, bitte. Ja, jetzt ist einem ganz frisch, jetzt ist mit diesem Haarschnitt Gebella, ist einem ganz frisch um den Hals. Und traditionell ist es so, dass es ein bestimmtes Geschenk, was es nirgendwo zu kaufen gibt, das bekommt der Lesekünstler, die Lesekünstlerin des Jahres. Genau. Normalerweise ist das der Lesekreis der Buchhandlung Gabi van Waarden aus Wermelskirchen, die für den Lesekünstler oder die Lesekünstlerin einen Schal stricken. In diesem Jahr ist es schwierig gewesen, pandemiemäßig, es war eine Leseoma. Und die Leseoma so sorgt dafür, dass der zarte Hals der Lesekünstlerin jetzt immer warm gehalten wird. Ja, das ist ganz toll. Ja, ganz wichtig. Ja, herzlichen Dank an die Oma. Weil ich sehe hier gerade, das ist ganz toll. Das ist nicht gestrickt, das ist gehäkelt. Das weiß ich, weil ich häkel auch. Habe ich das jetzt Entschuldigung. Gesagt? Oh Gott. Naja. Also dafür backe ich nicht. Ich mache sonst auch nichts, was alle anderen entdeckt haben. Ja, ganz toll. Und wir wissen ja, zieht euch immer warm an, weil der nächste Winter kommt bestimmt. Und Was dann auch immer so ist, das musst du aber dann entdecken. Normalerweise gibt es Tipps sozusagen, Motive aus den Büchern und die sind eingewoben. Und da musst du jetzt entdecken, was da vielleicht farblich, was an Mustern, was da zu wem passt. Aber das überlassen wir dir dann. Ich habe da auch ein Oma-Buch.
Mal gucken, vielleicht hat sie da was draus. Ja, dann vielen Dank, soweit aus Leipzig, und danke, Susanne, dass wir bei dir in der Serifee zu Gast sein durften. Ja.